Jo, was geht? Das ist jetzt alles ein bisschen provisorisch, aber egal. Und zwar geht es um Folgendes. Einige Leute haben mitbekommen, dass man sehr wohl doch eine Deluxe-Box bestellen konnte. Das möchte ich kurz erklären. Ich habe nämlich ja eigentlich gesagt, dass es keine geben wird. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich es behindert finde, dass man diese Boxen nur macht, um irgendwie Profit zu fahren, damit man besser chartet und so weiter, weil es bei den Charts nicht um die verkauften Einheiten geht, sondern um den Umsatz. Ist auch egal. Jedenfalls gibt es nun doch eine. Das war letztes Jahr beim Beef-Album auch so. Ich darf aber erst ab jetzt dafür werben. Das ist jetzt alles sehr vereinfacht erklärt. Der Umsatz für die Boxen geht nicht an mich. Also ich habe damit quasi gar nichts weiter zu tun. Ich mache jetzt sozusagen nur Werbung dafür. Und zwar haben die Jungs von Mr. T-Shirt die Alben, die in den Boxen drin sind, ganz normal käuflich erworben und haben dort Dinge mit reingepackt, die ich euch gleich zeige. Und der Umsatz, der mit diesen Boxen gemacht wird, was über das den Albumpreis hinausgeht sozusagen. Das geht alles an die Leute von Mr. T-Shirt. Das heißt, ich habe damit nichts zu tun. Ihr unterstützt mich dadurch aber trotzdem, weil das Album natürlich trotzdem damit promotet wird und so weiter. Und ihr supportet damit die Jungs von Mr. T-Shirt, sprich mein Team. Das heißt, die sind dann vielleicht ein bisschen motivierter, auch weiterhin für mich Dinge zu tun. Das ist einfach eine Art und Weise, denen was zurückzugeben für die ganze Arbeit, die die auch in meine Sachen stecken. Ja, und eigentlich sollte das so sein, dass die Box heute schon bei einigen geliefert werden sollte. Sorry, ging aber nicht, weil ich die Boxen alle selber gemacht habe. Ich habe sie selber zusammengebastelt und das hat länger gedauert, als ich dachte. Ist auch egal, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt hier so eine schöne Box gemacht. Normalerweise würde ich die jetzt wahrscheinlich, ich habe sowas noch nie gemacht, aufmachen und zeigen, was drin ist. Ich habe das jetzt aber noch nicht reingetan, deswegen packe ich es jetzt einfach mit euch rein und nicht raus. Also ich mache sie auf, sie ist leer. Ich packe rein. Oh, stinkt voll. Ein Kamikaze-Shirt. Größe L, wer hätte es gedacht? Das packe ich da irgendwie mit rein. Dann gibt es das Artwork als Poster. Poster. Keine Ahnung, ob ich das jetzt roll oder knicke. Rollen fast nicht. Okay, ich knicke es. Richtig, alles self-made. Richtig schön schief, aber auch nicht mit Liebe dafür. So. Ist jetzt schief, lebt damit. Genau, dann packe ich irgendwelche Sticker damit rein, irgendwelche Pro-Starter-Dollar, irgendwelche Pilz-Dollar. Natürlich das Album, das kommt da auch mit rein. Sollte da noch was rein? Ich habe keine Ahnung. Ach ja. Genau, ich habe von diesem schönen Plakat-Dingsbums, was ich im Konfetti-Video gebastelt habe, unten einen großen Teil abgeschnitten und habe davon jetzt einzelne Teile, ganz viele verschieden groß und so weiter. Keine Ahnung, die Jungs fanden, das war eine lustige Idee, da ein einzelnes Ding zu nehmen. Jeder kriegt so einen Teil des Ganzen, wow, voll geil. Und das schreibe ich jetzt hinten rauf, keine Ahnung, für Felix. So, schreibe ich rauf. Für Felix, du Geiler. So, nein, noch ein Herz. Was war das? Egal. So, dann habe ich raufgeschrieben. Und das kommt dann mit rein. Und dann gibt es zu jeder Box so einen QR-Code. Der kommt dann mit rein. Keine Ahnung, wie die das machen. Der kommt dann mit rein. Und dann kann man den irgendwie abfotografieren. Und dann kriegt ihr, wenn du jetzt zum Beispiel Felix bist, kriegst du eine persönliche Botschaft von mir. Eine ganz kurze, wo ich mich persönlich bedanke,
dass du die Box bestellt hast. Ja. Jedenfalls, das ist da drin. Bitte. Ich mache es auch wieder zu. Falls es passt. Sorry, ich bin ein Arsch, ich weiß. Soll ich noch was dazu sagen? Ich glaube nicht. Danke für euren Support, für das Feedback. Tschüss.